Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem Video, in dem ich euch zeige, wie ihr denn für GTA 5 in der Version 1.3.4 ein Mod-Menü installieren könnt, mit dem ihr auch online spielen könnt. Und dazu werde ich natürlich auch ein Video euch in die Videobeschreibung packen, in dem auch ein Video ist, in dem es im Online-Modus ist, in dem man genau mit diesem Mod-Menü im Online-Modus spielt. Wir haben hier zwei Dateien, die natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt werden, die ihr euch dann natürlich kostenlos downloaden könnt. Einmal Scripthook 5, der ein oder andere kennt es vielleicht. Dann haben wir noch ein Mod-Menü, das nennt sich einfach Crusaders in der Version, oder das V steht einfach nur 1, heißt Version 1. So, wenn wir das hier öffnen, dann bekommen wir hier so schön, so eigentlich nur drei Readmes und das wirkliche Mod-Menü. In diesen Readmes steht dann, dass man ja das Scripthook 5 braucht dafür, damit das Ganze funktioniert. Man braucht diese Readme und die Internetverknüpfung braucht man auch nicht. Man braucht einfach nur den Bin-Ordner und hier diese drei Dateien und hier die .asi-Datei. Ja, das ist eigentlich nicht schwer. Ihr packt einfach die drei Dateien in euer GTA 5 Hauptverzeichnis. Bei manchen ist das jetzt unter der C-Platte. Wenn man nur eine Platte hat, ist das meistens unter der C-Platte. Und ich habe es unter die D gepackt, weil ich da natürlich am meisten Speicherplatz frei habe. Ja, aber ich glaube, das ist ja jedem selbst überlassen, wo ihr denn das GTA speichert, weil das ja wirklich sehr speicherplatzaufwendig ist. Und dann würde ich sagen, wenn wir das natürlich alles reingepackt haben, dann erst GTA starten. Ich hatte das ja natürlich schon vorher reingezogen und deswegen läuft auch schon bereits mein GTA. Und, da sind wir. Wir haben hier schon ein Auto. Fahren wir mal ganz kurz an die Seite. So, dann gucken wir mal ganz kurz rein in das gute Mod-Menü, welches wir natürlich mit F7 öffnen. Und wir sehen Crusaders Version 1. Hier können wir jetzt auf Player Options gehen, können uns Money geben, wir können uns auch Money wegnehmen. Wir sind ja so rich, können wir uns mal. Ja, juckt uns ja nicht. Wir können ja auch mal minus 100 Dollar geben, ist ja eigentlich egal. Wir können uns natürlich auch das Ganze, was wir uns minus gegeben haben, wieder auf Plus geben. Und da merken wir schon, da kriegen wir ordentlich was dazu. Und diese Musik geht mir gerade wirklich tierisch auf den Keks. Und wir können uns hier auch wunderschöne Autos spawnen, hat man mir so gesagt. Vehicle Options, Car Spawn. Das sind wirklich interessante Effekte, die hier. Oh, das war doch kein Vehicle. Gut. Ja, ich hab's gerade irgendwie nicht so mit dem Autos, aber wie ihr seht, es funktioniert. Ich würde mich wirklich sehr über ein Like freuen. Denn dann wissen auch die nächsten Leute, dass dieses Mod-Menü auch wirklich funktioniert. Dass es kein Fake ist, so wie in den manchen anderen Videos. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wirklich ein Like würde mich wirklich sehr, sehr unterstützen. Wirklich sehr, sehr freuen. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über welche ich auch noch ein Mod-Menü machen soll, über irgendwelche Spiele, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut. Ciao.